Können wir vielleicht irgendwas herstellen? Rezepte. Handgefertigte Axt. Tränke. Eisfall könnten wir machen. Aber wir können voll wenig machen irgendwie, ne? Silberbarren, ja gut. 5 Silberbarren dann. Ja, achso. Ich wollte eigentlich 4 Stück, aber... Ja. Gepeinigte Seele und ein Speer. Gepeinigte Seele und Schwert. Können wir vielleicht auch, warte mal, wir konnten noch hier Schwert. Wie machen wir denn ein Schwert? So, mal angenommen, wir nehmen jetzt eine Axt. Könnten wir jetzt theoretisch... das Ding... das Ding mit gepeinigte Seele kombinieren, geht das? Wo ist denn das Ding? Da. Hab ich nur... Nee, ich dachte schon. Ah, war ja klar. Ah, die Kombination ist möglich, aber nicht genug Herstellung. Uff. Ja, was brauche ich denn für eine Herstellung? Was für ein Level? Wieder typisch, ey. Handwerk. Herstellung 4. Wir haben schon 4. Warte mal. Plus Herstellung. Haben wir nix. Ja, geil. Haben die anderen denn irgendwas in Herstellung? Die hat auch Herstellung 4. Herstellung hat der 1. Was hat die denn, was Herstellung da? Herstellung, warte mal, wenn jetzt... Ne, plus 1 Herstellung bringt nichts, schade. Ja. Können wir noch nicht machen, egal. Würde ich sagen, gehen wir erstmal, ja, was machen wir denn jetzt am besten? Wollen wir erstmal zur Trollhöhle... Trollkönighöhle? Mein Gott. Trollkönighöhle. German Sucks. Trollkönighöhle. Trollkönighöhle. So. Wo ist es denn? Eingang Höhle des Trollkönigs. Ich glaube, hier sind die Gegner noch ein bisschen einfacher. Oh, da rennen sie schon wieder rum. Oh ne, eine Ratte, ist das okay? Ratte ist noch in Ordnung. A dead end, a troll statue, grey gold. Kannst du da nicht dran vorbei? There is more to it than meets the eye. Ah ja, also können wir hier noch nichts machen, oder wie? Hallo, was hast du zu sagen? Ich glaube, wir können hier noch nichts machen im Moment. Brauchen wir bestimmt wieder so einen Zauber für. Schmiedehammer. Oh, frierende Pfeilspitze. Okay, hier können wir noch nichts machen. Heißt Tagebuch.
optische Sicht. Komm her, ey. Gut, dann gehen wir nochmal zur Höhle. Also zur Mine. Das macht das hier keinen Sinn. Wir haben ja sonst jetzt im Moment nichts zu tun erstmal. Wir könnten halt theoretisch wieder zu diesem Wüstengebiet gehen, aber habe ich jetzt im Moment noch keinen Nerv für. Wo ist denn die Mine? Da. Dann würde ich sagen, gehen wir erstmal hier rechts rum. Gucken, was hier so ist und dann gehen wir gleich wieder an den lustigen Männchen vorbei, die da die ganze Zeit patrouillieren und uns den Garaus machen. 69 Gold, ja. Hier los. Lul, ganz viele Goblins und ist das für ein Imp, ne? Rexis. Dunkler Rächer. Je mehr Verbündete sterben, desto stärker werdet ihr, Lul. Also den müssen wir dann als erstes. Oh, schalt mal, was hat der für ein Level? Der für ein. Stufe 13, okay. Tja. Können wir den auch von hier bekämpfen? Nein, ich glaube nicht. Das? So, den schalte ich jetzt als erstes aus hier. Es ist ein dunkler Riecher. Gesegnet. Wie Schaden die mittlerweile machen. Über 100, ey. Mann. Guck mal, hier sind Ölfässer, sehe ich gerade. Aber der steht auch daneben. Ja, geil. Immun gegen blutend. Tja, war wohl nix. Das Problem ist, ich muss jetzt hier irgendwie hinkommen. So. Wenn ich jetzt Energiewolkenfall mache und das hier hinschieße. Hat das Sinn? Erstmal speichern. Ich speichere erstmal. Bevor das jetzt ganz böse ausgeht für mich. Nice. Geblendet. Ja, eigentlich können die jetzt im Moment eh nicht angreifen. Die sind betäubt, der ist geblendet. Sonst ist ja keiner da, ne? Vier Gegner sind das ja nur. Lul, da ist noch eine Ratte. Sorry. So, die wird jetzt sich teleportieren. Aber nicht in die Masse, sondern hier hin. Hallo. Dann leih ich mir ein paar AP, dann kann ich ihn wieder. Dann kann ich wieder angreifen. Vergiften erstmal. Fleet. Und machen wir noch? Schnittschaden, Versuch. Ja, komm, Blutung machen wir auch noch. Alles klappt. Klappt. Komisch, alles klappt jetzt auf einmal. Oh, ich bin flankiert. Flankiert. Tornado, segenreicher Wandel. Gut, von mir ist eh keiner betäubt, aber ich sollte den hier wieder angreifen, das heißt. Bam. Jetzt machen wir unseren Superangriff. Wie ging das nochmal?
hier. Oh nein. Das Problem ist, dieser Mittix, der steht da im Weg, Mann. Komm, dann speichere ich nochmal. Na, es geht doch auch. Oh, sie sind wieder am Rennen. Mist. Mist. So. Der ist down. Kopf von Drexus. Ach, Drexus ist doch der, auf den ein Kopfgeld ausgesetzt worden ist, ne? Das stimmt, da war ja was. Betäubt. Gay. Warte mal. Splitterfall. Nee, machen wir mal dann das. Da hätten wir eh nicht machen müssen. Ziel ist blockiert. Gay. Beschleunigt ans Ziel. Hurry and scurry. Alte Entweihung machen wir noch, oder? Oder Willenskraft entziehen. Oder verfluchen. Machen wir verfluchen, komm. Und schwach. Lul, verfehlt. Stufenaufstieg. Geil. Stufenaufstieg ist... Ah, geil. Dann werden wir auf jeden Fall... Hä? Müssen wir kein heilen? Wir müssen noch Roderick heilen, oder nicht? Okay, dann anscheinend nicht. So... Die braucht auf jeden Fall eine Stufe in Schuft. Die hat aber nur 3 verfügbare Punkte mal wieder. Geil. Oder? Nee. Oder warte mal, hat die Maximalstufe schon in Schuft? Nee, ne? Ist das schon Maximalstufe? Stufe 5 erlaubt euch 6 Stufenfähigkeiten, eine Stufe Novize, 6 der Stufe Adept und 2 der Stufe Meister zu erlernen. Hä? Ist das schon Maximum? Okay. Ja, was könntet ihr noch machen dann? Frontkämpfer? Nee, Erotö. Pyrokinet vielleicht, Hydrosoph. Lassen wir erstmal. Lassen wir das erstmal und dann. Die braucht auf jeden Fall mehr AP. Eigentlich bräuchten die alle mehr AP, dann müssen wir mal gucken, was mehr AP bringt alles. Ich glaube, Schnelligkeit, ne? Wirkt sich auf eure Bewegungsgeschwindigkeit und eure Initiative aus, sowie darauf, wie viele Aktionspunkte ihr pro Runde zurückerhaltet. Okay, nee, das schon mal nicht.
Das ist ja schon, wie viele Aktionspunkte ihr insgesamt besitzen könnt. Gewandtheit. Ne, das nicht. Wahrnehmung. Ne, das nicht. Viele Aktionspunkte zurückerhalten. Ja gut, dann machen wir das mal. Schnelligkeit. Stärke brauchen wir nicht. Gewandtheit, Intelligenz. Die Gewandtheit ist auch für Schuft und so, ne? Aber das brauchen wir jetzt nicht. Die hat erstmal genug Punkte da drin. Okay. Ja, oder warte mal, was haben wir denn hier alles? Wir können ja noch zweihändig machen. Erhöht die kritische Trefferwahrscheinlichkeit um 18% und setzt den Basismultiplikator für kritische Treffer auf um 260%. Zwillingswaffen. Zweihändig. Aber es ist zweihändig, ne? Also das heißt, zweihändige Waffen und nicht zwei Waffen in einer Hand. Komm, machen wir mal hier neue Fähigkeiten, würde ich sagen. Mach mal Hydrosoph. Zwei Punkte in Hydrosoph, dann kann die auch mal Hydrosoph-Sachen. Weil Hydrosoph lohnt sich irgendwie am meisten, habe ich das Gefühl so. Bräuchte Hexerei halt, ne? Oder entweder Hexerei oder Geomant wäre auch gut, ganz gut eigentlich mal, ey. Aber dann kann ja auch nur ein Punkt. Oder warte mal. Ich weiß nicht. Hydrosoph. Können wir auch eine Stufe in Meister machen. Und bei Pyrokinet können wir auch Stufe in Meister machen. Haben wir denn irgendwelche Meistersachen bei Hydrosoph? Eismauer. Hier, Tauschokuspokus halt, ne? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Eigentlich wäre das ganz gut, weil, dann können wir einen Gegner tauschen mit Roderick. Roderick geht dann in die Gegnermasse rein und der eine Gegner wird dann zu den dreien teleportiert, womit der auch Schaden kriegt. Und Roderick ist halt unser Hau drauf. Also ob sich das wirklich lohnt jetzt, ey. Pyrokinet, haben wir denn da einen Pyrokinet irgendeinen Meister? Ja, hier. Brandopferung, ziehe sofort den Brand. Und. Das, ich weiß nicht, ey, lohnt sich beides nicht so hundertprozentig. Obwohl sich Hydrosoph mehr lohnt. Geomant wäre eigentlich auch mal ganz gut. Eigentlich würde alles ganz okay sein jetzt. Oder wir warten wirklich auf Hexerei Stufe 5, ne? Haben wir überhaupt noch Hexerei-Klamotten? Großartig. Komm, ich mach jetzt mal den Geomant, ey, scheiß drauf. Ich glaube, mit einem Level-Up, da kriegen wir sowieso wieder 5 Punkte. Insgesamt. Dann können wir danach, nach dem nächsten Level-Up, machen wir dann Stufe 5 Hexerei. Dann passt das schon. Dann behalten wir jetzt erstmal die 2 Punkte, die wir noch haben, und dann passt. Dann machen wir jetzt erstmal hier Geomant. Erdschild. Ist Meister, ne? Ja, das geht noch nicht. Erdschild. Ja gut. Und hier haben wir auch noch was. Geht leider noch nicht. Versteinerten Berührung. Verwandelten ziehen ja näher zu Stein. Für wie viel? Für 2 Runden, okay. Passt schon. So, das haben wir eingesetzt. Jetzt fehlt nur noch Roderick eigentlich. Die wird auch Schnelligkeit höher setzen, damit sie mehr AP hat.
Weil die brauchen echt alle mehr AP, ey. Eigentlich schon von Anfang an, wirklich vom allerersten Part aus, bräuchten die schon mehr AP. Die haben alle so wenig AP gefühlt. So, das wäre ganz gut für die. Für die wäre eigentlich mal, Geomant? Nee. Die bräuchte auch mal mehr Fähigkeitenpunkte eigentlich, aber was denn? Was sollte die denn machen? Warte mal, was hat der denn noch für Fähigkeitenbücher? Hydrosoph hat der noch ganz viel. Eismauer. Fähigkeiten Wasserschild. Reinigendes Wasser, Tauscho, Großfokus geht eh nicht. Oder? Explosion. Ja, mach mal. Warte mal, Hydrosoph hat die doch schon, ne? Ja, dann nimmt die Hydrosoph-Klamotten, dann nimmt die Pyrokinet-Klamotten einfach. Oder? Warte mal, was haben wir denn hier? Waffen? Zwei ähnlich, können wir eh nicht höher setzen. Verteidigung, Willenskraft. Oh, um 60% Statuseffekt zu erhalten. Wäre auch gut. Dann machen wir Willenskraft höher und Pyrokinet höher. So, dann wird die jetzt Pyrokinet-Klamotten lernen. Der schon mal ab. Das kann der eh noch nicht machen, aber kann. Ja, komm. Adept. Ja, ich weiß nicht, ob Adept überhaupt funktioniert bei Stufe 1. Ich glaube eher weniger, ne? Ich glaube, Novize geht ja nur, oder? Nee, kann die eh noch nicht. Ja, egal. Und, reinigendes Wasser. Ach, das ist Erotürk. Erotürk. Hydrosoph. Zwei Adept-Klamotten nur. Okay, ja, passt schon. So. Okay, ich glaube, das passt soweit erstmal. Kopf von Drixis. Können wir gleich abgeben. Pfeilschaft können wir immer gebrauchen. Pfeile sind immer gut. Was ist das? Nein! Das ist so eine Folterbank, ne? Kriegen wir dadurch keinen Schaden? Doch, lul. Oh mein Gott. Why? Oh, silberner Pfeil. Okay, Schriftrolle. Haben wir aber schon gelesen, okay. Dann reden wir mal mit dem Typen. Wo ist der da? Goodness gracious me! You made quicker work of those goblins than I make at my mother's famous cherry pie. Die hat ja nix. Can't say I quite fancy the ingredients you've strewn all over the place, though. Not very appetizing in the least. He's cowering in a corner, hoping the human slavers will put the goblins to work before they get so bored they cut his ears off for sport. Goblins, hissing ninny hammers, the lot of them. Serves me right for being such a great big heap of butterfingers, though. I was helping a lady create those blood devils out there, you see, but I dropped one of her bloodstones right into a particularly spiky bit of tenebrium. Crack goes the stone and crack goes my silly old skull. Next thing I know, I wake up among one-eyed freaks smacking their lips and hissing obscenities as they glare at me. Gave me more goosebumps than a flock of geese in winter. Gladly I'll correct you, for I am not responsible. I'm merely, how should I put it, co-responsible. If a slave can really be held accountable for his mistress's doings, that is. That's right. I am here, wholly against my will, dragged all the way from Blutteufel to serve the lady in red. Not my fault that I really
really enjoy the work I'm forced to do. Completely averse to my own wishes, is it? Merely a happy coincidence, that. Useful? Let me think. One, don't go near them, because they'll kill you in the blink of an eye. Whoa. Two, don't let them see you, because there's that blink again. Three, don't even think you can defeat them, because, well, you get my drift. Luckily, their tread is so heavy, it conveniently gives them away. So just wait for the shakes to subside and you're free to sneak past. Easy peasy. The one who dresses in vanilla, who'd you think? What? You really don't know her? I thought she was as famous among humans as Zigzax is amongst imps. They call her... oh, what was it? The Channel or something? Or Canal? No, the Conduit. That's it. Lovely girl if you're into blood devils and the like. She has a whole smithy altar ritual thingy a bit further down the mine. Wish I was there, creating lovely old blood devils. Imps don't thrive in cells, you know. They go mad. Oh, never mind Hyberheim. You don't want to go there. So cold, you need to build a fire just to pee. If you want to avoid embarrassing accidents, that is. Also, wir waren ja schon da, ne? We Red Imps worked there for the King of the Realm, the Mighty Boreas, Mr. Chumsy and the Lady in Red. Talk about star stones all day. Take long story short, Jolly Rogers on a sling. Are you serious? Yes, yes, I would love to go to meet the great Zigzax. What an honor. End of time, you say? How exotic. See you there, oh savior of imps. I'll go ahead and prepare a nice... Tschüss. Oh, warte mal. Stabile Robe. Kann man gut verkaufen. Eismauer. Wieso sind die denn jetzt noch da drin? Wollen die nicht mitkommen? Ah, jetzt. I needed that. Oh. Lol. Kommt, wo will der hin? Hallo? Ah, jetzt. Bin ich hier? Oh, hä? Auch hier bin ich jetzt, okay. Oh Gott, er kommt zurück. Ey, da kann ich glaube ich eh nicht lang. Nee, da kann ich eh nicht lang. Wir kommen drin hier mal hin und her. Hallo? Ist das nicht der gleiche Ort wie... Ja gut, dann muss ich von der anderen Seite kommen anscheinend. Genau, dann... Ja. Warte, was ist das denn da? Achso, das hat so komisch geglänzt. Das sah komisch aus. Genau, da sind die Waffen wieder. Ja, muss ich von der anderen Seite kommen. Bringt's ja nix. Ah, jetzt wird's witzig.